So, moin moin, weiter geht's mit Hogwarts und wir befinden uns in der Kartenkammer, nachdem wir die erste Prüfung gelöst haben. Mal sehen, was der Fake uns so erzählt und der Professor. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Kennen wir uns? Sie kommen mir bekannt vor. Ich nehme an, Sie haben mich im ersten Denkarium gesehen. In Gringotts. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie, dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Gut. Bevor Sie gehen. Na? Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Okay, was sind das denn für Sachen? Macht mir jetzt gar nichts. Naja, mal gucken, was wir finden. So, nächster Tag, nächstes Glück. Jo, also, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen machen. Denn, wenn man genau in so ein Buch reinguckt, erstmal haben wir hier ein paar Ausrüstungssachen, die wir mal gucken können, was Kudos noch haben. Den können wir identifizieren. Das müssen wir natürlich im Raum der Wünsche bringen. Das können wir gleich mal machen. Und, ja, bevor wir die Handschuhe anziehen, machen wir das. Und dann gehen wir zum nächsten Mal auch zum Händler. Okay. Gut, was haben wir denn noch hier? Inventar, Talente. Oh, Talente können wir auch vergeben. Ein verfügbares Talent. Ich wollte doch irgendwie... Ein Fluch weg, nein, das brauchen wir nicht. Hier, Haupttalente. Da wollte ich eigentlich nochmal gucken. Also, da können wir natürlich neue Dinger machen. Brauche ich jetzt aber noch nicht. Die bessere Heilwirkung. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. War ein bisschen... ein bisschen mehr Leben bekommt, wenn man den einsetzt. So. Hä? Wie den Talentpunkt bekommen gerade? Bin ich zu langsam gewesen? Nee. Gut. Gut. Dann lass uns doch einmal zum Raum der Wünsche gehen und das Ding identifizieren.
Aber ich will ein bisschen durchs Schloss streifen, denn vielleicht lösen wir heute mal ein paar Rätsel, die wir sonst eigentlich nie lösen. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Ah. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Das ist gut zu wissen, dann können wir unseren Besen noch stärker und schneller machen vielleicht. Ich hoffe, Sie werden mich für eine dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Oh Gott. Oh Gott. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen die Säge bei. Stimmt, da falle ich immer wieder auf die Treppe. Ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Gut. Wir müssen die auf jeden Fall lernen, so ein bisschen, die ganzen Sprüche. Zaubern, das machen wir auch. Die Frage, welchen wir als erstes machen, ne? Unterricht Tierwesen. Ich muss das Tierwesen bei Professor Hovind besuchen. Der Hausmann von Hogwarts möchte mit Ihnen übersprechen. Ich sollte mich in Empfangszeit mit ihm treffen. Belohnung? Aloe Moa. Okay, das machen wir auch mal. Auftrag verfolgen. Da gehen wir mal hin. Denn Aloe Moa, um die Schlösser zu knacken, wäre natürlich nicht schlecht. Hat auf jeden Fall was. Huch. Hier der Raum. Hier muss ich links. So. Da geht's hoch, okay. Verlaufe mich mal ein bisschen. Ein bisschen ärgerlich, ab und zu sind so ein paar Pop-Ups hier, das merkt man. Taucht auch mal irgendwas auf, das nervt so ein bisschen, aber ist auch nicht von mega Belang, aber. Ihr Handbuch ist ja wirklich gut. Hier können wir noch nicht wissen, weil wir noch. Ah, okay. Gut. Wir haben schon ganz schön viele Sachen entdeckt hier. Powertrank. So, hier ist die Haupttreppe. Gucken, wo der gute Mann ist. Mal gucken, wo der Mann ist. Jetzt auf jeden Fall. Ort entdeckt Fluff. Ach, guck mal. Ach, guck mal, hier sind wieder diese Rätsel, hier, mit diesen, wo man so rollen kann. Da muss ja noch einer hier in der Nähe sein. Warte mal. Das eine Zeichen ist hier. Wo ist denn das nächste Zeichen? Hier unten irgendwo? Ja, hier ist es nicht. Rebellion. Okay. Also, da ist das eine Zeichen. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Wo ist denn das andere Zeichen? Es gibt doch immer so zwei, drei Symbole davon. Die Frage, wo das andere ist. Da ist das andere, okay. Jetzt müssen wir mal kurz die Tierzeichen angucken hier. Also, enthüllen. Okay, dieses Rätsel möchte ich gerne mal lösen. Und im Endeffekt sollte es auch nicht so schwer sein. Ist ja einfach mathematisch, ne? Also, wir gehen davon aus. 6 ist die Lösung in der Mitte. Das heißt, diese Zeichen sind... Ja, okay. Also, es ist wirklich nicht so schwer, glaube ich. Was ist denn das für ein Zeichen, was da ist? Ja. Also würde ich sagen, 6 ist in der Mitte. Das heißt, 6 ist die Lösung, oder? Dann gucken wir mal durch hier. Also das, diese Tiere hier, die... Was geben die uns denn? Also... Das sind genau 10 Tiere, also ich würde sagen, das ist dann 1 bis 10. Oder was gibt's denn? Und unten soll es 11 ergeben. 5. Okay, warte mal, also 5 plus
5 plus 1 sind 6. Wir brauchen 11. Das heißt, wir brauchen noch eine 5 da oben. Welches Tier könnte die 5 sein hiervon? Wenn wir ganz logisch vorgehen und sagen, das Walrott unten ist die 0, dann ist das Einhorn die 1. Das nächste Tier die 2. Der dreiköpfige Drache wäre die 3. Das da oben, was das immer ist, ist eine 4. Da ist irgendeins, was 5 Arme hat. 5. Ja, das passt doch nicht. Das ist ein. Dann wäre das 6. Dann wäre das 8. Nee. Also man könnte meinen. Man könnte es aber mal so rechnen. Also wenn das jetzt hier 6 ergeben soll, dann wäre ja. Das stimmt. Das ist 0 da unten. Dann würde das plus das ist 2. Ergibt 6. Ist 0. Dann müsste das 6. Dann, unten ist jetzt 5 plus 1, 6 und das soll 11 ergeben. Das heißt, es fehlt noch 5. 5 wäre in dem Fall. Wäre dieses. Dieses komische Ding da, diesen mit den 5 Armen. Geh mal runter und guck mal, ob das richtig ist. Wir schauen mal. Könnte ich mir gut vorstellen. Wieder mal auf Abenteuertour? Das müsste es sein. Da. Oder? Oder rechne ich gerade verkehrt? Und da? Wenn das zwei ist. Könnte aber auch sein, dass das drei ist. Öffnen? Das war richtig. Alter Schwede. Okay, das ist nicht so schwierig. Nur für euch? Easy peasy war das. Gut. Lass uns mal den Dings treffen. Das war gar nicht so schwer. Das war gar nicht so schwer. Ziemlich gut. So, wo ist denn jetzt der gute Mann? Ach, ich musste da oben rein. Entschuldigung. Ich war jetzt voll vertieft in dieses Rätsel. Aber das ist natürlich perfekt für uns. Perfekt! Das ist Mr. Moon. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtung, aber nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Aha. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf. Sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht? Ah, okay, jetzt weiß ich, welche Statuen meinen. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. Okay. In Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeis. Ein Demigeis? Ja. Eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeis. Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, Sie machen einen Fehler.
und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Klar, ich helfe gern. Ich helfe ihm gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste. Und jetzt gib mir den Zauberspruch. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz. Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Und jetzt der Hausmeister. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Okay, den nehmen wir jetzt. Gut, dann geht's los. Allohomora. Wo ist denn der jetzt? Nö, bin ich gerade blind? Da. Ah, kann einfach so wirken, okay. Allohomora. Okay, nutze L und R, um die Funken zu wegen und die Scheiben zu drehen, bis beide Zungen reaktiviert sind. Das ist auf das Schloss. Habe ich nicht ganz verstanden. Warte mal, nutze? Okay. Ach so, okay, jetzt sehe ich's. Nutze L und R, um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis beide Zaruben Zahnräder aktiviert sind. Dies öffnet das Schloss. Ah, okay, jetzt check ich's. Das war auch albern. Na gut. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Okay, gehen wir mal hin. Wo ist der Fick? Ich habe gerade ihre letzte Eule erhalten. Ich bitte um Entschuldigung für meine späte Antwort. Kann ich es auch öffnen? Schloss auf Stufe 2. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal stärker werden. Was unsere Schlosssachen angeht. Wenn du Revelio auswählst, wenn Ort, an den sich autorisiert wurden, okay. Revelio. Herr und Kollegium, die Hausherren von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie kompliziert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein Stapel Zauberknallbons hinter einem Polsterausgang. Es war eine entsetzliche
Kakophonie. Einer der Armelfe wurde völlig in Rauchaugen gehüllt. Okay. Jetzt glaube, dass es Peace war. Na gut. Da hinten ist auf jeden Fall eine Person. Die Frage, wo soll ich denn hin? Ich glaube, ich muss mal hoch. Alter, willst du mich gerade veräppeln? Schon wieder voll mein Scheiß hier. Da muss irgendwas loswerden langsam. Langsam wird es echt nervig. So. Ist da wahrscheinlich ein unnützer Krempel drin. Okay, vielleicht auch nicht. Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht verkunden. Schön, die Lehrer sich über einen unterhalten hier. Super nett. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Alohomora. Oh nein. Ich habe jedenfalls keine Angst vor Kobold-Revolten. Meine Noten bei Professor Hecker. Hallo, Homora. Ist irgendwas drin? Okay, das ist doch ganz einfach aufzumachen, aber. Das kannst du doch gar nicht. Da wollten wir nicht gerade spielen. Noch rausgehen hier. Gehen wir doch ein hoch. Kommt daran vorbeischleichen, die ganzen Leute. Aber es gibt genug andere Gefahren, die sie zu mir bringen könnten. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Professor Black weiß es wohl am besten. Aber die Schüler sind schrecklich enttäuscht, weil Quidditch wollte in dieser Saison ein paar Galeonen auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Nicht Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw... Schnell hier runter. Revelio. Okay. Geht auch da raus? Kann natürlich sein. Was macht er denn für abgefahrene Bewegung da gerade? Da.
Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Auf jeden Fall. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Gut. Das war's. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. So, gucken wir noch ganz kurz, was wir noch hier auf dem Programm haben. Erstmal müssen wir in den Raum der Wünsche. Das machen wir jetzt direkt mal. Ich will den Raum der Wünsche. Das ist hier einmal im Astronomieflügel da oben. Reiß mal kurz hin. Ich hoffe, da läuft keiner rum. Aber eigentlich dürfte da keiner rumlaufen, oder? Ich will nur immer dieses Ding identifizieren, was wir da haben. Achso, dann gehen wir einen runter, ne? Ein zu hoch tatsächlich. Direkt mal da reingehen. Ja, ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht im Raum der Wünsche, dass ich da jetzt alles super aufbauen muss, aber das ist doch nett hier. Pass mal auf. Himmelblaue Nietenhandschuhe, okay. Die hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Oh, die Pflanzen sind fertig, ne? Was können wir noch hier machen? Eduros-Trank. Mach mal den hier bitte. So, wir können einmal hier gucken, wie uns die Handschuhe also stehen. Oh. Die nehmen wir auf jeden Fall. Die haben sogar einen Widerstand gegen Koboldsilber. Reduziert Schaden durch Kobolde. Das ist natürlich cool. Irgendwas hier? Nee. So, und nachdem wir das gemacht haben, machen wir noch was und reisen jetzt mal nach Hogsmeade, denn da gehen wir einmal rein und verbessern unseren Besen und verkaufen mal ein paar Sachen wieder. So. Wo ist der Besen, Heini? Schnabbenboot, das ist ein Schnabbenboot. Tierwesenbedarf, brauchen wir nicht. Wo war denn dieser Besen, Heini, da? Ah, da. Super. Darf ich da nachts rumlaufen in Hogsmeade? Sind also, doch, glaube ich schon, ne? Auf geht's nach Hogsmeade. Diese Getränke, Heini. Warte, ich muss kurz auf die Karte gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der war. Wegpunkt wechseln, so. Jetzt weiß ich wieder, was war. Und danach gehen wir nochmal die drei Besen. Guten Tag. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. 1000 Oschen willst du haben? Für mehr Beschleunigung, mehr Geschwindigkeit. Okay, machen wir gleich. Jetzt verkaufen wir erstmal Sachen hier. Pass mal auf, du kannst mal alles hier haben.
Und auch weg. Auch weg. Ja, machen wir den Besen ein bisschen sportlicher, oder? Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke Gut. fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Hulp Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Na klar. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Super. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Ja, machen wir. Und dann geht's los. Was hast du denn hier drin? Okay. Gut. Ich würde sagen, wir gehen nochmal die drei Besen jetzt. Guck mal, wenn wir schon hier sind, können wir direkt da mit denen reden. Dann auf zum Wettflug. Nee, zum Wettflug noch nicht, wir gehen erstmal hier rein. Also erstmal ist da hinten noch jemand, mit dem wir was machen können. Bevor Hallo. Wir mit ihr reden, schön, Sie zu sehen. Fragen wir sie auch nochmal hier. Wer ist sie denn? Clementine Wills. Willardsey. Okay. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Ich bin Clementine. Willardsey. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Also gut. Wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Oh, warum auch nicht? Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Bis bald, hoffe ich. Okay. Folge den Schmetterlingen. So, bevor den Schmetterlingen nicht folgen, vergessen. Die Schmetterlinge scheinen reden sich wir mit Sirona. Des verbotenen Waldes aufzuhalten. Viel Glück. Los geht's. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir.
Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Mach ich. Okay, dann wollen wir mal zu Lodgok gehen. Zum Eber. Oh, das ist geil, eigentlich zum Eber zu gehen. Denn der ist doch die zwielichtige Kneipe bei Harry Potter, oder? Wo du sich reinschleichen mit dem Tarnumhang? Ich meine ja. Hallo. Gleichfalls, Amit. Muss ich überhaupt reinkommen? Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Guck mal, der Eber da oben, der Kopf. Reveal. Pass da durch, ich muss noch was einsammeln. Das ist schon ziemlich lässig alles hier, ey. Ein Spucknapf. Da ist Lodgok, mit dem reden wir mal. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit ihm sprechen. Es geht um Ranrok. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut. Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrok seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Ranrok und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Na gut, ich beschaffe das Relikt, wenn Sie mir dafür Ranroks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Oh. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Okay, triff dich beim Grab der Hexe mit Lodgok. Das machen wir. Machen wir allerdings beim nächsten Mal erst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin erstmal Tschüss aus dem Eberkopf.